Und den ersten
und den Letzten, der ihnen folgt. Und dann gibt es auch in diesem Ziyara, in diesem Gruß, Botschaft, die wir geben an Imam Hussein, sagen wir auch an einer anderen Stelle, wo wir sagen, Allahumma la'an Abu Sufyan, Allahumma la'an Umar ibn Sa'd, Allahumma la'an Yazid und so weiter und so fort. Wir benennen sie mit Namen. Aber auf einer anderen Stelle sagen wir, La'ana Allahu ummatan qatalatka wa la'ana Allahu ummatan zalamatka. Und wenn hier die Rede von Umma ist, Umma ist eine Gemeinschaft. Und hier wird ausdrücklich, aber auch in indirekter Weise alle eingeschlossen, die feindselig gegenüber Imam Hussein waren oder sind. Und damit sind auch gemeint die Gemeinschaften, die auch im Laufe der Geschichte, im Verlauf der Geschichte, die Ungerechtigkeit gegenüber Imam Hussein geduldet haben oder auch Gleiches taten, wie ihre Vorväter und ihre Vorfahren es getan haben. Deswegen, la'ana Allahu ummatan zalamatka wa la'ana Allahu ummatan qatalatka und so weiter und so fort. Also, inshallah werden wir zu denen gehören, die mit Imam al-Zaman بِطَالِبِينِ ثَأْرِ مِنْ طَالِبِينِ بِثَأْرِ Abu Abdullah al-Hussein. Das heißt, dass wir die Vergeltung von den Feinden, von Ahlul Bayt, insbesondere von Imam al-Hussein, nehmen. Liebe Geschwister, gestern Abend haben wir den Vortrag auf Persisch gehalten und es waren viele von euch nicht da. Heute fahren wir fort mit dem gleichen Thema, also die Fortführung mit dem gleichen Thema, weil wir haben eine Studie. Das ist eine Studie, die wir in diesen Tagen haben und das muss sich bis zum Tage von Ashura und auch der Verlauf der Dinge nach dem Tag von Ashura, Laylatul Shaum Ghariban auf Persisch, das geht ja alles fort und das muss alles abgeschlossen sein. Das heißt, alle Einzelheiten müssen genannt werden, warum Imam Hussein diesen Aufstand gemacht hat, diese Revolution und so weiter und so fort. All das muss geklärt werden. Das auf einer Seite und auf der anderen Seite müssen wir auch die Geschehnisse und auch alles, was wir von diesem Ereignis lernen, auf die heutige Zeit beziehen. Ansonsten macht es keinen Sinn, wenn wir die Geschehnisse einfach für uns so runterrattern, wie die guten Deutschen sagen, sondern wir müssen es auch auf die heutige Zeit beziehen. Islam und alles, was in Islam ist, ist bezogen auf jede Zeit. Insbesondere auf die Zeit, in der wir leben. Eine Kurzfassung von gestern Abend. Gestern Abend haben wir über die Institution Taqiyya gesprochen. Taqiyya ist die Verstellung. Und unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen man Taqiyya ausüben kann, haben wir auch gestern geklärt. Wir haben auch festgestellt, dass Taqiyya nur eine Ausnahmesituation ist, eine Ausnahmeregelung ist und nur dann zulässig ist, wenn man dadurch das Blutvergießen verhindern möchte. Aber wenn Taqiyya so weit geht, dass man durch Taqiyya, durch das Ausüben von Taqiyya, Blut vergießt, um Taqiyya zu handeln, um Taqiyya auszuüben, das ist verboten. Warum? Aus dem Grund, weil wir ein Hadith haben, bei dem es heißt, إِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةُ Wenn Taqiyya so weit geht, dass es auf der Ebene kommt, dass man Blut vergießen muss, weil man gezwungen ist, Taqiyya zu machen, da gibt es keine Taqiyya mehr. Das heißt, du kannst, wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, eine Gruppe von Menschen kommen und sagen, ja, du bist Muslim, wir werden dich töten, es sei denn, du trinkst Alkohol oder Wein oder was auch immer, Whisky. Diese Sachen. In diesem Augenblick, weil dein Leben bedroht ist von einer Gefahr, die dein Leben vernichten möchte, in dieser Situation kannst du Taqiyya ausüben, insofern, dass du das Verbotene, was unter normalen Umständen verboten ist, hier ausüben kannst, weil du dein Leben beschützen möchtest. Das heißt, in diesem Augenblick, aus sekundären Gründen, wird dann hier das Trinken von diesem Glas oder Sekt oder was auch immer dir erlaubt.
Das ist aber eine Ausnahmeregelung. Wenn wir auf der Wüste sind, haben wir auch gesagt, wenn wir auf der Wüste sind und es nichts zu essen gibt und du findest ein gestorbenes Kamel, welches du auch zu dir nehmen kannst, damit du überleben kannst, dann kannst du auch dieses Kadaver zu dir nehmen, damit du auch nicht stirbst. Also, sofern und so weit kannst du das essen, bis du dich am Leben halten kannst. Ja? Also nicht übertreiben, nicht satt werden, sondern nur ein bisschen davon essen. Übermaß ist dann auch wiederum verboten. Das kennen wir aus Regelungen, die wir sagen, Al-Iftirar, wenn es notwendig wird, wenn es eine Zwangssituation gibt, eine Notstandslage gibt. In der Notstandslage kannst du dann auch das Verbotene tun, ohne dass es dir als etwas Verbotenes angerechnet wird. Das war das eine. Und das andere haben wir gesagt, aber wenn jemand kommt und sagt, Ali, du musst Markus umbringen. Wenn du Markus nicht umbringst, dann werde ich dich umbringen. Und hier könnte auch der normale Laie denken, ja, hier könnte ich auch Taqiyya ausüben, weil ich mein Leben beschützen möchte. Aber in diesem Fall ist diese Taqiyya verboten. Taqiyya ist hier verboten. Warum? Weil der Hadith sagt, إِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَا فَلَا تَقِيَّةُ. Wenn Taqiyya auf die Ebene kommt, dass du ein Leben nehmen musst, um dadurch dein Leben zu beschützen, zu erhalten, du darfst es nicht machen. In dieser Situation bist du verpflichtet, dein Leben zu geben. Ihr kennt ja den Koran, فَلَا تُرْقُوا بَأَنْفُسِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ. Verübt kein Selbstmord. Oder bringe dich nicht in eine Situation, wo du umgebracht wirst. Aber es gibt Situationen, wo du das machen musst. Wenn man von dir verlangt, dass du jemanden umbringst, dann musst du das machen, dass du dich selbst opferst und nicht ein Leben eines anderen nimmst. Das heißt, bei Blut gibt es keine Taqiyya. Und das haben wir auch geklärt, warum das so ist und wie das dann aussieht bei Ma'sum. Das ist ja bei normalen Menschen. Bei normalen Menschen, zum Beispiel wenn ein Marj al-Taqlid zum Beispiel auch Taqiyya ausüben würde, wenn man zum Beispiel zu ihm sagt, ja komm und du musst jetzt erklären, dass du an die Dreifaltigkeit bzw. Dreieinigkeit glaubst, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ansonsten bringen wir dich um. Dieser Marj al-Taqlid kann das nicht machen, weil der ist eine Person, dem man nachahmt. Den man nachahmt und ihn als Vorbild sieht. Dieser Mann kann nicht in dem Augenblick sagen, ja okay, ich beschütze mein Leben, ich möchte mein Leben erhalten, okay, dann mache ich das. Dann setze ich mich hin vor der Kamera und sage, ja, ich, Ayatollah Fulan, sage, dass Al-Thaluth, das heißt diese Dreifaltigkeit, ist eine Wahrheit. Dadurch würde er jetzt vielen den Glauben kosten. Vielen würde er ihren Herzen vernichten, was für Glaube in deren Herzen ist. Weil die Laien, die verstehen das nicht. Die Laien richten sich zumeist nach den Wissenden, nach den Gelehrten. Deswegen in dieser Situation zum Beispiel kann der Gelehrte zum Beispiel das nicht machen. Der muss sein Leben opfern. Der muss seinen Nacken erstrecken und sagen, ja, ihr könnt mich hier köpfen. Ich werde es nicht tun. Ich werde es nicht tun. Das andere war, wenn aber diese Marj al-Taqlid zum Beispiel gefragt wird, komm, setz dich vor eine Kamera, vor laufende Kamera und sag, dass du einverstanden bist mit wem? Mit Abu Bakr, mit Omar, mit Yazid, mit Muawiyah, all die Menschen, die Ahlul Bayt Unrecht getan haben. Wenn er das machen würde, es wäre für ihn auch verboten, weil dadurch würde er vielen Menschen ihren Glauben kosten. Auf einmal sagen sie, okay, wenn der Marja Tablet das sagt, dann waren wir auf einem falschen Weg. Deswegen gibt es Situationen, wo man das nicht machen kann. In dem Moment, wo du eine Wahrheit zu Falschheit machst oder eine Falschheit zu Wahrheit machst, ist Taqiyya verboten. Und bei Imam al-Ma'sum sieht es so aus, dass Imam al-Ma'sum einen Ahd mit Allah gemacht hat. Es gibt eine Vereinbarung zwischen Ma'sum und Allah. Die Ma'sumin handeln nicht einfach so, es sei denn, es gibt eine Vereinbarung zwischen ihnen und Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ergeht aus einem Hadith von Imam al-Sadiq alayhi salatu wassalam in Mu'tabar al-Kafi. In Mu'tabar al-Kafi haben wir ein Hadith, in dem Kapitel, der Ma'sum handelt nicht, es sei denn, es gibt eine Vereinbarung, ein Abkommen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, jeder Imam, jeder Ma'sum hat ein Abkommen und gemäß dieses Abkommens handelt er.
Jetzt möchte ich diesen Hadith natürlich nicht erklären, weil das würde zu weit führen. Nur damit ihr euch ein Bild machen könnt, dass Imam al-Masum nach einer Vereinbarung handelt und aus diesem Grund und aus dieser Perspektive geht er, handelt er. Und bei Imam al-Hussein steht in dieser Wasiyya, welche er von Jibra'il al-Hussein und Prophet Muhammad, und Prophet Muhammad hat weiter an jeden weiteren Imam gegeben, hat Imam al-Hussein auch genau das Gleiche. Es steht, er muss das aufmachen und in der Wasiyya von Imam al-Hussein steht, Qatil, du musst Kampf führen, du musst Krieg führen und wachruj bi aqwamin ila shahada la shahadata lahum illa ma'ak. So, hier sagt Allah subhanahu, das ist ein Wort von Allah, weil das sind die Wasiyya, die Imam Hussein bekommt, das Abkommen zwischen ihm und Allah. Und hier steht ukhruj bi aqwamin ila shahada, du sollst mit Gruppen von Menschen, mit deinen Leuten herausgehen aus deiner Stadt Richtung Shahada, Richtung Märtyrertod. Richtung Märtyrertod. Shahada ist Märtyrertod. Und es gibt kein Shahada, es gibt keinen Märtyrertod für diejenigen, die mit dir kämpfen, außer mit dir zusammen. Das heißt, die höchste Stufe von Shahada ist mit dir. Deswegen hat Hussein sein Ahd mit Allah ist Shahada. Und deswegen hat Hussein, das Al-Salam, kommt aus dieser Perspektive. Viele Menschen sagen, Imam Hussein hat das gemacht, weil er an die Macht kommen wollte, die Macht erlangen wollte. Das ist alles Humbug. Weil Imam Hussein as-Salam diese Vereinbarung hat und die Vereinbarung ist, du sollst dich für Allah opfern. Genauso wie wir sagten, in Taqiyya gibt es auch Momente, wo du dich opfern musst. Du hast keinen anderen Ausweg. Bei Imam ist es so, dass er für die Wahrheit, für Islam sich opfern musste. Jetzt möchte ich nicht so weit führen, weil das würde dann ein weiterer Vortrag zum Thema Taqiyya werden. Deswegen fahren wir fort mit dem Thema von heute. Aber wir haben auch bei Hazrat Ismail und Hazrat Ibrahim Bartholomew auch gleiche gehabt. Genau, bei den Propheten. Hazrat Ismail war auch beauftragt, sich zu opfern, und Hazrat Ibrahim hat auch Auftrag gehabt, seinen eigenen Sohn, einen Teil von seinem Herz zu opfern. Das heißt, jeder Prophet und jeder Imam, die handeln nach einer Vereinbarung mit Allah. Die haben ein Abkommen. Und gemäß dieses Abkommens handeln sie. Genauso auch mit Ibrahim und Ismail a.s. Genauso war das auch dort. So, in der heutigen Sitzung, bei dem heutigen Vortrag, beschäftigen wir uns mit dem Thema das Ziel von Imam al-Hussein. Und die Ziele müssen wir einzeln dann auch abhandeln. Vielleicht mag es für einigen etwas neu klingen, etwas Neues sein, dieses Ziel. Aber dieses Ziel ist das Ziel der Ziele von Imam al-Hussein, das heißt, was zu sagen. Und das Ziel ist, dass er eine Einheit, eine gesellschaftliche Einigung unter den Menschen damals verletzen sollte. Ihdaf al-Kharshin, Sharchin, Ihdaf al-Sharchin fi Wahdat al-Batil. Das heißt, Imam Hussein hier, was er verursacht durch sein Handeln, durch diese Schahade, die er begeht, eine Verletzung der Einheit, die damals vorherrschend war. Welche Einheit war das? Über diese Einheit haben wir auch gestern Abend gesprochen. Eine Einheit, die durch das Zustandekommen vom Reich Muawiyah ibn Abi Sufyan, alayhim ala'inullah, zustande gekommen war. Nachdem Imam Hassan mit ihm eine Musalaha gemacht hat, und in dieser Musalaha war es halt so, dass Muawiyah die Macht bekommen hat. Und es gab Voraussetzungen, die er erfüllen sollte, die er auch nicht gehalten hat. Die Vereinbarung hatte nicht gehalten. Und dieses Jahr wurde das Jahr der Einigung, der Vereinigung, zum Jahr oder als Jahr der Einigung oder der Vereinigung ausgerufen. Amul Jama'a. Und diese Jama'a war was? Dass alle Menschen, alle Muslime sich vereinigt haben oder geeinigt haben über die Herrschaft von Muawiyah. Deswegen, das war eine Einheit, die da vorherrschend war. Und Einheit in diesem Sinne bedeutet, dass da keine Kriege herrschten, keine große, bedeutsame Kriege geherrscht haben in diesen Jahren nach der Herrschaft von Muawiyah. Es gab einige Kleinigkeiten, aber die kann man nicht als große Kriege zählen. So, Imam Hussein kommt aus dieser Perspektive, um diese Einheit zu vernichten. Und das ist genau auch die Handlung aller anderen Propheten. Es gibt immer eine Einheit,
Die Einheit kann sowohl auf der wahren Ebene sein, auf der Wahrheitsebene sein, als auch auf der Falschheitsebene. Und wie steht die islamische Religion, die islamische Lehre hinsichtlich oder zu einer Einheit, die in einer Gesellschaft herrscht? Islam sagt, wenn die Einheit sich darin manifestiert, dass das, was Islam gelehrt hat, dann ist es eine richtige und gebotene Einheit. Und es geschieht nur dann, wenn die Voraussetzungen der islamischen Lehre erfüllt sind. Wenn aber das nicht der Fall ist, dann ist es eine Wahda Batila. Dann ist es eine Wahda, die falsch ist. Auf einer Falschheitsebene. Auf einer falschen Ebene. Das heißt, wenn du zum Beispiel kommst und sagst, okay, ich sitze jetzt hier hin, ich habe zum Beispiel irgendwelche Juden, irgendwelche Hindus, irgendwelche andere andersgläubige Menschen. Du kannst mit diesen Menschen nicht auf einer glaubensinhaltlichen Ebene eine Einheit führen. Diese Einheit würde von Islam nicht geboten. Islam würde sagen, so eine Einheit ist nicht da. So eine Einheit ist auf einer Falschheitsebene, weil du kannst nicht mit jemandem dich vereinigen, der sagt, ich glaube an 3 Götter, oder ich glaube an 8 Götter, oder ich glaube an 2 Götter, oder was auch immer. Oder mit Atheisten, die an gar keinen Gott glauben. Du bist mit denen eine Einheit führen, auf Glaubensebene, das geht nicht. Islam bekräftigt aber auch zeitgleich, dass man in der Gesellschaft friedlich und harmonisch mit anderen Menschen leben soll. Auf der menschlichen Ebene. Wir haben eine Mujtama'dini, wir haben eine religiöse Gesellschaft und wir haben eine zivile Gesellschaft. Und das Problem in der Menschheit ist, dass die Menschen, die Muslime auch leider Gottes, immer das verwechseln. Religiöse Gesellschaft, also glaubensinhaltliche Gesellschaft, die gestützt ist auf glaubensinhaltlichen Inhalten, und zivile Gesellschaft. Wir haben eine zivile Gesellschaft, in der auch viele andere Menschen leben. Und Islam sagt, mit denen sollst du friedlich leben. Islam bekräftigt das sogar. Also man muss das nicht verwechseln. Und immer wenn, aber das Problem ist damals, welches Problem, das vorherrschend war, ist, dass in der Zeit eine Einigung auf Falschheitssachen, bei falschen Sachen zustande gekommen war. Und das ergeht aus der Geschichte, dass Imam Hussein als jemand angesehen wurde, der als Fitnastifter, Unheilstifter beschrieben wurde, als Khariji beschrieben wurde. Warum? Weil er sich gegen einen Herrscher, über die alle einig waren, über einen Herrscher von Umayyaden, über alle einig waren, er einen Aufstand in die Wege geleitet hat. Deswegen hat man ihn für Khariji. Khariji ist jemand, der abtrünnig wurde, der vom Weg abgekommen ist. Man hat ihn als solches bezeichnet. Und dass er halt ein Fitnastifter ist. Aber gleiches Problem hatten wir auch mit anderen Propheten. Propheten wurden auch als Fitnastifter angesehen. Dazu kommen wir, inshallah, gleich, wenn ich das aus dem Koran euch vorlese, wie das im Koran steht. Also, Ziel von Imam Hussein ist, ein Fasel, ein Ha'il, eine Trennlinie, eine Trennung zu verschaffen, herbeizuführen. Dadurch, womit man die Wahrheit von Falschheit trennen kann. Stellt euch vor, das Wasser kommt von Bergen herab. Lawine zum Beispiel. Ja, Lawine wird zu Wasser und es wird zu Wasser und Wasser fließt hinunter, den Berg runter und es ist ja alles zusammen. Wenn die alle zusammenkommen, dann ergibt sich ein Fluss. Oder es ergibt sich ein Teich. Oder was auch immer. Aber dieses Wasser ist alles eins. Das Gute, das Schlechte, Wasser ist eins. So, stell dir vor, jetzt müsstest du hier eine Trennlinie schaffen, damit das richtige Wasser getrennt wird vom falschen Wasser. Oder einfach eine Trennung zwischen in diesem Wasser schaffen, damit es zwei wird und nicht eins. Und so kannst du auch sagen, dass bei Imam Hussein, wollte hier ein Khat und Fasel, eine Trennlinie schaffen, damit man die Wahrheit von Falschheit trennen kann. Und das ist, im Heiligen Koran sehen wir es auch bei den Propheten, in Surat al-Baqarah zum Beispiel, in Vers Nummer 213 lesen wir, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم. Vers Nummer 213, Surah Al-Baqarah, zweite Sura. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Die Menschen waren eine einzige Gemeinschaft. So, wir sagen ja immer, Wahde ist gut, Einheit ist gut, aber welche Wahde ist gut? Wir sehen im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kana nasu ummatan wahide. Die Menschen waren eine einzige Gemeinschaft. Dann schickte Allah die Propheten als Verkünder frohe Botschaft und als Überbringer von Warnungen. Und sandte mit ihnen die Bücher mit der Wahrheit herab, um zwischen den Menschen über das zu richten, worüber sie uneinig waren. Das heißt, guck mal, schaut mal hin. Einheit ist da. Allah sagt, es war eine einheitliche Gesellschaft da. So, man müsste dann hier sagen, okay, das ist gut. Einheit ist gut, es gibt Frieden in der Gesellschaft, es gibt keine Kriege, keine Kämpfe, gar nichts, das ist okay. Warum Allah verursacht das? Warum schickt er einen Propheten? Und dann passiert das, Allah schickt Propheten. Als Verkünder und Verkünder frohe Botschaften und als Warner. Und sandte mit ihnen das Buch herab, die Offenbarungen. Und jetzt geht's weiter, Allah sagt weiterhin, doch nur diejenigen waren aus Missgunst untereinander darüber einig, denen sie gegeben wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Wann kommen die klaren Beweise? Nachdem die Propheten und die Gesandten die Botschaften an die Menschen verkünden. Dann entsteht was? Eine andere Sache. Dann entsteht eine andere Linie in der Gesellschaft, die einig war. Auf einmal gibt es Menschen, die zu den Propheten halten und andere, die gegen den Propheten handeln. Automatisch Trennung der Gesellschaft. Die Vernichtung dieser Einheit. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala möchte eine Einheit nur dann haben, die auf Wahrheit gegründet ist und nicht auf Falschheit. Und deswegen schickt er die Propheten. Richtig? Also nicht immer ist die Einheit gut. Und am Ende sagt er, darüber, und so hat Allah mit seiner Erlaubnis diejenigen, die glauben, zu der Wahrheit geleitet, über die sie uneinig waren. Und Allah leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Auf einen aufrichtigen Weg. Salat und Mustaqim ist aufrichtige Weg. Ihr kennt, ich kritisiere manchmal auch die Übersetzungen, die nicht so ganz genau sind. Also der gerade Weg ist falsch, aufrichtiger Weg ist richtig. An einer anderen Stelle sehen wir genau das Gleiche. Suratul Jathir, Vers Nummer 17. Vers Nummer 17. Und da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er? Als er über die Israeliten spricht, bei den Israel. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فِي مَا اخْتَلَفُوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Was heißt das? Allah sagt, und wir gaben ihnen klare Beweise in der Angelegenheit, also in der Angelegenheit der Religion. Sie wurden aber erst uneinig, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war. Das heißt, die Uneinigkeit wurde erst dann herbeigeführt, nachdem man ihnen diese klaren Beweise und diese Botschaften übergebracht hat. Durch den Propheten. Aus Missgunst untereinander. Gewiss, dein Herr wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das entscheiden, worüber sie uneinig zu sein pflegten. Worüber sie Uneinigkeit unter sich pflegten. So, liebe Geschwister, ihr seht, auch in diesem Vers, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Menschen waren eins. Die Uneinigkeit erst kam dann, nachdem der Prophet zu ihnen kam, Jesus a.s., Musa a.s., Ibrahim a.s. und dann ihnen klare Sachen gesprochen hat. Dann entstand eine Zweiteilung.
Die Menschen wurden uneinig. Und Allah sagt, am Ende werde ich über sie richten. Also am Tag des Gerichtes. Wie? Worüber? Über das richten, worüber sie uneinig waren. Das heißt, wir wissen, was am Tag des Gerichtes passiert. Das auch. Trennung zwischen Falschen und Richtigen. Falschen und Wahren. Guten und Falschen. Guten und Bösen und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht immer ist Einigkeit oder eine Einheit gut. Es gibt eine Einheit, die geboten ist von der Religion und die ist nur auf der Grundlage der religiösen Lehren. Islamischen Lehren. Ansonsten gibt es das nicht. Also was wollte Imam Hussein sagen? Imam Hussein wollte eine Trennung schaffen zwischen dem Pfad von Umayyaden und Pfad von Ahlul Bayt. Leute, Menschen, die da waren, die sollten sehen, es gibt eine zweiartige Gesellschaft und nicht die einartige Gesellschaft, die nur von Umayyaden gepredigt wurde. So, was sagt? Was passiert dann? Islam von Ahlul Bayt kommt zum Vorschein. Imam Hussein verursacht diese Verletzung in dieser Einheit. Diese Einheit wird verletzt durch diese Handlung. Dann entsteht das, was entstehen sollte. Teilung in zwei. Islam von Ahlul Bayt, der wahre Islam und Islam von Umayyaden. Von Banu Umayyah. Islam von Yazid, Islam von Muawiyah. Islam von Saqifa. Diese zwei Teile. Weil wir haben einen Islam nach dem Tod des Propheten, der mit Ahlul Bayt ist, der Islam mit Ali a.s. und Islam mit Abu Bakr, Islam von Saqifa, wo die Menschen sich versammelt haben und gesagt haben, ja, wir wollen jetzt einen Kalifen für uns küren oder auswählen. Zweiteilung der Gesellschaft. Es gab nicht den einen Islam als solchen. Islam mit Ali und der Islam ohne Ali. Und Imam Hussein verursacht genau das. Khatschu. Damit das passiert, damit man klar definieren kann, was ist wahr und was ist falsch. Das war das Ziel von Imam Hussein. Natürlich, die anderen Ziele kennen wir auch. Darüber werden wir inshallah auch sprechen die nächsten Nächte. So, jetzt, um das ein bisschen zu untermauern mit Beweisen, dass die Einheit, die damals vorherrschend war, eine falsche Einheit war, und eine Einheit war, die auf der Grundlage der Falschheit gestützt wurde, haben wir hier den Beweis aus Geschichtswerken als auch aus Überlieferungswerken. Ibn Kathir ist ein Großgelehrter von Ahlul Khilaf. Ibn Kathir hat ein Werk geschrieben namens Al-Bidaya wa Nihaya. Der Anfang und das Ende. So heißt das Buch. In Band Nummer 8, Seite Nummer 132, überliefert er Folgendes. Das ist alles passiert in dem Jahr von Jama'ah, in dem Jahr der Einheit, nachdem Muawiyah die Macht übernommen hat. Mit Gewalt, mit Zwang. Ja? Und dann wurde dieses Jahr, gestern haben wir gesagt, dass dieses Jahr zum Jahr der Einheit gemacht wurde. Amul Jama'ah. Ja? So. In diesem Jahr, die erste Predigt, die er nach der Machtübernahme gehalten hat, war in Medina Tulmanawar. Als er nach Medina gekommen ist, hat er diese Predigt gehalten. Und in dieser Predigt sagt Muawiyah, Ibn Abi Sufyan, alayhi wa la'inullah, sagt er, Inni a'lamu, ich bin darüber im Klaren und ich habe darüber Kenntnis, Inni a'lamu innakum la tasurruna bi wilayati, wa la tuhibbunaha. Ich weiß, dass ihr meine Wilaya, also meine Autorität über euch, Wilaya ist immer Autorität, ist die Wilaya von Falschen, Wilaya von Richtigen, Wilaya von Ahlul Bayt und Wilaya von Bani Umayyah, la'anatullahi alayhim. So. Inni a'lamu innakum la tasurruna bi wilayati wa la tuhibbunaha. Und ihr liebt meine Herrschaft nicht. Wa inni la'alimun bima fi nufusikum. Und ich habe auch darüber Kenntnis, was in euren Herzen ist. Was ihr nicht offensichtlich sagt, aber ihr in euren Herzen hegt und festhaltet. Dass ihr ebenso seid, wie ich beschrieben habe, dass ihr mich nicht liebt und meine Herrschaft nicht liebt. Aber ich habe euch zu Untertanen gemacht. Mit was? Mit meinem Schwert. Und euch
eure Widerstandskraft eingedämmt durch mein Schwert. So, warum sagt er das? Weil Muawiyah war nicht beliebt überall. Muawiyah war nicht beliebt in Hijaz, also in Bilad al-Arab, die wir heute als sogenannte Saudi-Arabien kennen. Also da war es so, dass die Menschen Muawiyah gehasst haben. Die haben Muawiyah nicht geliebt. Aber Muawiyah sagt hier, ich weiß, dass ihr mich nicht liebt und meine Herrschaft auch nicht wollt, aber ich habe euch eingedämmt, ich habe euch eingeschüchtert, ich habe euch eingezähmt. Durch was? Aber ich habe euch gezähmt. Mit was? Mit meinem Schwert. Wallah! Und dann sagt er, Wallah, la ahmil as-sayfa ala man la sayfa ma'ah wa iyyakum wal fitna fala tahummu biha. Fala tahummu biha. Der Bruder, der aus Irak kommt, der versteht, was ich sage hier. Er versteht das direkt, bevor ich das überhaupt übersetze. So, hier sagt, la'natullahi alayhi Muawiyah, sagt er, Wallah, ich werde das Schwert nicht erheben über denjenigen, der kein Schwert in der Hand hat, aber وَإِيَّاكُمْ وَالْفِتْنَةِ Fitna ist, hat immer zwei Bedeutungen. Fitna gut, Fitna schlecht. Und hier sagt er, وَإِيَّاكُمْ وَالْفِتْنَةِ فَلَا تَهُمُّوا بِهَا. Und gebt Acht, dass ihr keine Fitna macht. Gebt Acht, dass ihr kein Unheil stiftet. Also er schüchtert sie ein. Mit was? Mit Gewalt. Warum macht er das? Weil hier hat er keine Chance. Er kann nicht die ganze islamische Welt mit Geldern versehen. In Bilad al-Sham, also in Syrien, wo er geherrscht hat damals, in Dimash, da hat er auf jeden Fall die Menschen, die haben ihn geliebt, weil er mit Amual, mit Vermögen, mit Geldern, mit Geschenken und so weiter, hat er die Menschen gekauft oder erkauft. Aber er kann das nicht überall machen, deswegen muss er anderswo mit dem Schwert vorgehen. Aber ich habe, وَلَكِنِّي خَالَصْتُكُمْ بِسَيْفِي هَذَا خَالَصًا. Also mit dem Schwert geht er vor. Und dann sagt er, ja, komm, wir finden. Deswegen, wenn das etwas Gutes war, wenn das eine gute Einheit war, eine Einheit, die auf der Wahrheit gestützt war, warum spricht er hier so hart zu den Menschen und sagt, ja, komm, wir finden. Haltet euch von Unheil oder von Aufstand oder von Fitna fern. Versucht keinen Zwietracht zu schaffen in der Gesellschaft. Ansonsten wisst ihr, womit ihr zu tun habt. Meinem Schwert. So, jetzt versuchen wir das noch ein bisschen mehr zu erläutern, aus der Perspektive von Imam Hussein al-Sadr. Ich nehme an, ihr kennt das Buch von Ihtijaj al-Tabarsi. Ihtijaj al-Tabarsi von Sheikh Tabarsi ist einer der wichtigsten Bücher. Also ich empfehle auch jedem, sich einzelne Passagen von diesem Buch zu lesen. Wenn ihr es nicht lesen könnt auf Arabisch, auf Persisch, dann versucht das von anderen euch, das andere Lesen euch das übersetzen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Werk. In Ihtijaj al-Tabarsi und in Rijal al-Kashi gibt es folgende Überlieferung. Muawiyah, kurz bevor er gestorben ist, hat er Angst bekommen. Er hat gefürchtet, dass Imam Hussein al-Sadr einen Aufstand anzetteln wird. Was macht er? Er schickt Imam Hussein einen Brief. Einen Brief, in dem er schreibt, in dem Imam Hussein davor warnt, Fitna zu machen. Also Aufstand zu machen. Oder eine Revolution anzuzetteln. So, da sagt er zu ihm, also ich warne dich davor. Und Imam Hussein antwortet auf diesen Brief. Da sagt Imam Hussein, وَقُلْتَ فِي مَا قُلْتَ انظر لنفسك ولدينك ولأمة جدك صلى الله عليه وآله واتقي شق العصا Und es geht weiter, bis er sagt, dass du keine Fitne machen sollst, dass du kein Unheil schaffen sollst in der Gesellschaft. Er sagt, ich sage dir, schau dich an und schau die Religion von deiner Religion an und schau die Umma, also die Gemeinschaft von deinem Großvater, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und mach keine Fitne. وَأَنْتَرُدَّهُمْ إِلَى الْفِتْنَةِ Also die Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass du sie Richtung Fitna bringst gegen mich. So, er warnt ihn regelrecht.
macht es nicht. So, was denkt ihr, was Imam Hussein sallallahu alaihi wa sallam geantwortet hat? Was denkt ihr? Imam Hussein antwortet folgendes. Folgendermaßen. Er sagt, وَإِنِّي يَا مُعَاوِيَةً لَا أَعْلَمُ فِتْنَةً أَعْظَمَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ وُلَايَتِكَ عَلَيْهَا. So, Imam Hussein sagt, O Muawiyah, ich kenne aber keine Fitna, die größer ist als deine Autorität über diese Umma. So, Imam Hussein sagt, deine Autorität über diese Umma ist Fitna. Und dann sagt er, ich sehe mich verpflichtet, Kraft meiner Religion und das, was die Umma eigentlich bekommen sollte, dass ich gegen dich kämpfen soll eigentlich. Dass ich gegen dich Kampf führen muss, Dschihad führen muss. Dass ich mich gegen dich anstrengen soll. So, ihr seht, Imam Hussein beschreibt ganz klar und ganz deutlich, deine Herrschaft ist die ein Unheil ist, deine Herrschaft ist ein Unheil für die Gesellschaft, für die Umma des Islams. Also nicht du sagst mir, dass ich Fitna mache, sondern du bist die Fitna. Und liebe Geschwister, deswegen, dieser Aufstand von Hussein hatte den Charakter gehabt und das Ziel gehabt, diese Einheit zu verletzen. Damit die Menschen wach werden. Weil wenn das nicht geschieht, stell dir vor, Hussein hätte das nicht gemacht. Was wäre passiert? Dann hätten wir ein Fasik, wie ihr seht, ein Kafir, wie ihr seht, der an der Macht weiterhin geblieben wäre. Die Menschen werden, wären gesagt, okay, Ahlul-Bait hat ja nichts zu sagen, Ahlul-Bait macht ja das, was, damit sie ihr Leben schützen und so weiter und so fort. Aber nein, dann hätten wir bis heute keine Wahrheit. Wir hätten nicht zwischen Wahrheit und Falschheit trennen können. Aber Imam Hussein verursachte ganz klar, hier ganz klar, die Zweiteilung. Die Zweiteilung ist immer, wenn ein Ma'sum das macht, ist es immer gut. Wie im Koran, wie wir gerade gelesen haben. Die Propheten haben das auch gemacht. Deswegen, liebe Geschwister, Imam Hussein hat das gemacht und das verursachte in den Menschen, dass die Menschen gesehen haben, es gibt aber zwei Arten von Islam. Islam von Ahlul Bayt und Islam von Saqifa und Islam von Bani Umayyah. Zum Schluss möchte ich nur euch etwas klar machen, was in diese Fitna oder in diesem Ziel von Muhammad, was der Brennstoff von diesem Aufstand war oder von diesem Ziel war. Imam Hussein will das auf jeden Fall erreichen, ohne darüber zu diskutieren. Imam Hussein will diese Zweiteilung erreichen. Aber wie will er den Brennstoff dafür? Welchen Brennstoff bringt er dafür? Das ist wichtig. Wuquduha. Wir kennen vom Heiligen Koran Wuquduha an-Nas wal-Hijar. Als Allah subhanahu wa ta'ala über Jahannam spricht. Ja? Aber hier genauso. Imam Hussein sallallahu alaihi wa sallam sagt, diese, also in der Bewegung von Imam Hussein sehen wir ganz klar, dass hier der Brennstoff für seinen Aufstand, was ist? Der Brennstoff ist Emotion, Passion. Passion und Emotion. Das ist Brennstoff. Weil wir sehen ja in der Geschichte der Muslime, in der Geschichte von Shia, von Ahlul Bayt, sehen wir immer die Passion und die Emotion, die für Imam Hussein immer so brödelt und hochbrödelt. Und der Gipfel davon ist am Tag von Ashura. Warum ist das so? Warum ist diese Emotion so wichtig? Weil eben durch diese Emotion diese Bewegung noch am Leben bleibt. Aber Imam Hussein oder Imam Ahlul Bayt, die waren nicht die Ersten, die das so gemacht haben, sondern im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran schon angefangen mit Atifa. Und Allah hat nur den einzigen Brennstoff für diese Religion erwähnt. Als Lohn für die Religion, welche der Prophet übergebracht hatte. Verkündet hat. Die Religion, die der Prophet verkündet hatte, dafür hat Allah subhanahu wa ta'ala nur einen Brennstoff erwähnt. Nur einen Lohn. Und das lesen wir in dem Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Und sprichst zu den Massen, zu den Muslimen, ich verlange von euch wahrlich keinen Lohn,
außer dass ihr die Nächsten von mir liebt. So, diese Arte von wieder. Wieder hier Emotion. Al-Hub, Mawadda, die Liebe zu Ahl-Bayt, die Liebe mit Wilaya, die Liebe mit Akzeptanz und Annahme von deren Autorität. Weil ansonsten ergibt diese Liebe gar keinen Sinn. Wenn du sagst, ich liebe sie, aber du liebst vielleicht zeitgleich andere Menschen, die gegen sie waren. So, dieser Brennstoff ist für die Religion und Brennstoff für die Bewegung ist wiederum Emotion, wiederum Liebe, wiederum Mitleid, Mitgefühl für Imam Hussein. Und wer hat damit als Erster angefangen? Das war Imam Zain al-Abidin alayhi salam. Als Imam Hussein Shahid geworden ist, als Imam Hussein Shahid geworden ist, Imam Zain al-Abidin ihn begraben hat, auf seinem Grab, diesem Grabstein, hat er geschrieben, Hada qabru Abi Abdullah al-Hussein alladhi qutila adshanan ghariba. Er hätte schreiben können, Hada qabru Hussein ibn Ali ibn Abi Talib al-Hujjatullah al-Kubra ala khalqih. Er hätte auch schreiben können. Was ist die Bedeutung? Er hat geschrieben, das ist das Grab von Abi Abdullah, Vater von Abdullah, ja? Al-Hussein, الذي قتل عطشانا غريبا. Der getötet wurde, ermordet wurde im durstigen Zustand. Durstig wurde er getötet. Und gharib, und unerkannt. Die Menschen haben ihn fast nicht erkannt. Viele Menschen haben ihn gekämpft. Ja, der ist Khariji. Bekämpft ihn. Tötet ihn. Macht ihn fertig. Deswegen, Imam Zain al-Abidin fängt damit an mit dieser Art. Er fängt mit dieser Emotion schon selber an. Wir haben damit nicht angefangen. Wenn manche sagen, ja, die Schiiten übertreiben zum Beispiel, dass sie sich schlagen auf die Brüste und mit Ketten sich schlagen und so weiter und so fort, damit haben wir nicht angefangen. In der Zeit von Imamen war das vorhanden, dass die Imamen das alles gesehen haben und nichts gesagt haben dagegen, sondern sie haben mit dieser Sache angefangen, dass Imam Zain al-Abidin als Erste geschrieben hat, Hada Qadru Hussein, alladhi qutila adshanan ghariba. Die Emotion wurde schon da angefangen. Das ist der Brennstoff. Und das seht ihr immer wieder. Immer wenn von Imam Hussein gesprochen wird, womit assoziiert man Imam Hussein? Immer mit Leid, mit Kummer, mit Durst, mit Hunger, mit Problemen, die normalerweise gar nicht zustande kommen sollten. In der Umma von Rasulullah? Wie kann das vorkommen? Wir sind doch Umma von Rasulullah. Umma von Rasulullah muss doch die beste Umma sein. Der Koran sagt, وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die zu den Menschen gegangen hervorgetreten ist. Damit ihr was tut, تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Normalerweise müsste man so sagen, in Umma von Rasulullah kann sowas nicht passieren. Aber wieso? Aber ihr seht, Imam Hussein a.s. durstig, allein, einsam, fern von treuen Gefährten, mit seiner Ahlul Bayt wird getötet. Das ist diese Emotion. Und das ist der Gipfel aller Emotionen. Rasulullah sagt, Inna li maqtali waladi al-Hussein hararatun fi qulub al-mu'minin lan tabrad abada. Für die Ermordung meines Sohnes Hussein a.s. ist ein Glut, ein Feuer im Herzen der Gläubigen, welches nie weggeht, welches nie erlischt. Emotionen, überlagert von Emotionen. Und nur so funktioniert das. Deswegen, wir sagen ja, alles, wenn man Hussein ist, erlaubt. Khatschul Wujuh, Dharbul Ru'us, Dharbul Qamat. Also alles, das Schlagen von Brüsten, ja, das Schlagen auf den Köpfen, das Schlagen auf die Rücken, alles ist erlaubt für Imam Hussein. Warum? Weil die Emotion dadurch gestärkt wird. Das sind die Scha'air, das sind die Ma'alim. Scha'air ist alles, was nach außen getragen wird. Hajj ist zum Beispiel, Hajj ist voll von Scha'air, voll von Ma'alim, voll von Symbolen, von Zeichen, die nach außen treten. Salatul Jama'ah, Gemeinschaftsgebet und das Steinigen von den Satanen, der Aufenthalt in Arafat, all das ist Scha'air. Scha'air ist immer was nach außen getragen, damit die Menschen sehen, was ist das. Und Scha'air al-Hussein ist eben das.
Emotionen überlagerte Sachen, die wir tun, Handlungen, die aus Emotionen herrühren, Mitgefühl bei Imam Hussein. Aber eigentlich ist dieses Mitgefühl mit der Wahrheit. Das ist mit Imam Hussein, weil Imam Hussein mit der Wahrheit war. Imam Hussein, der die gegen die Falschheit gekämpft hat. Das ist das, liebe Geschwister. Wollen wir einem Imam dienen, als Helfer, als Anhänger, welcher von Allah subhanahu wa ta'ala die Autorität bekommen hat, Kraft Al-Tahir, Kraft anderer Verse im Heiligen Koran, oder wollen wir jemanden mit ihm vergleichen oder ihm ähnlich oder zur Seite stellen, sondern das ist auch ein jemand, dessen Mulai wir akzeptieren können. Und das ist eigentlich bimathabat shirku billah. Wenn du neben dem Imam, welcher von Allah subhanahu wa ta'ala ernannt worden ist, einen anderen zum Wali machst, ist es genauso wie Shirk an Allah. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala ist auch ganz klar, guck mal, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala niemanden beigesetzt, einen anderen Gott Allah beigesetzt, dann bist du Mushrik. Darüber sind wir alle einig. So, jetzt stell dir vor, es gibt einen Menschen, der sagt, ich glaube an Allah so wie alle anderen glauben. Allah ist eins, Allah hat keinen Körper und er hat keinen Ort, keine Zeit und so weiter und so fort. So wie wir glauben. Ne? Aber er kommt, bei dem nächsten Punkt sagt er, aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war Prophet, aber auch Musaylamah al-Kadhab zum Beispiel. Musaylamah al-Kadhab war ein jemand, der nach dem Prophetentum beansprucht hat. Meinte, ich bin auch Prophet. Stell dir vor, jetzt kommt jemand, sagt, der ist auch Prophet. Er hat nicht Schild bei Allah gemacht, Allah ist der Eins bei ihm. Aber er beim Propheten, er hat dem Propheten einen anderen Propheten beigesellt, die er nicht beigesellen durfte. So, er hat automatisch ein Schild. Und es gibt Ahadith von Imam Atar, die besagen, wer einem Imam, er hat gerade bereide Imam in Ahl al-Bayt, warum Muschrik? Man erteckte bereide Imam in Ahl al-Bayt, warum Muschrik? Auf der Stufe von Wulay. Weil Wulay ist ja eine Einheit. Du hast Wulay oder Wulay von Allah, Wulay von Prophet, Wulay von Ahlul Bayt. Von oben nach unten. Ja, und alle Autoritäten für uns Autorität von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du jemandem den Imam beigesetzt als Ebenbürtige, sagen die Imame, das ist genauso wie Schirk. Und am Tage des Gerichtes wird er wie ein Muschrik bestraft. Auch wenn er an Allah geglaubt hat, auch wenn er an Prophet geglaubt hat, aber er hat mir alles zum Beispiel beigesetzt, jemand anderen. Ali aber ist aber auch ein anderer, der auch. Ali ist mein Wali, aber ein anderer ist auch mein Wali. Hussein ist mein Wali, aber auch ein anderer ist mein Wali. Deswegen, wir haben bei solchen Sachen, es gibt keine Einheit. Bei glaubensinhaltlichen Sachen kannst du keine Einheit machen. Klar, auf der zivilen Gesellschaft, Civil Society sagen wir, auch Fachbegriff dafür. Da kann man natürlich von friedlichem Zusammenleben sprechen und so weiter. Das heißt, dass du keine Kriege führst, dass du nicht gewalttätig wirst, dass du nicht gewaltsam gegen andere vorgehst, sondern nein, du respektierst alle Menschen so, wie sie sind, aber wenn es auch beim Glauben kommt, sagst du, nein, das ist mein Standpunkt, das ist mein Glaube und ich lehne alles andere ab und ich sage, alle anderen Glaubensrichtungen, die sind keine Glaubensrichtungen von Allah. Weil alles, was dich von der Wahrheit abbringt, ist automatisch so, dass jeder glaubt so, jede Religion, jede Sippe, jede Volksschicht glaubt, dass sie auf dem wahren Weg ist und beschreibt die anderen als Satanswege. Wir sagen, im Islam sagen wir, Islam ist der wahre Weg und alles andere. Und Islam, Khattu Ahlul Bayt, der Weg, der geradlinige Weg von Ahlul Bayt ist der Weg von Allah und der Weg von der Wahrheit. Und alle anderen Wege, die sind nicht Wege von Allah, sondern die sind Wege von Shaitan. Sei offen, sag das, beweis das. Am Ende spricht immer der Beweis. Jeder kann behaupten, was er ist. Aber am Ende musst du beweisen, dass du auf dem wahren Weg bist. Deswegen, es gibt keine Einheit auf der Ebene von Glauben, auf der Ebene der Religion. Da musst du gerade sprechen, da musst du aufrichtig sprechen. Und genau das ist das, was Imam Hussein gemacht hat. Imam Hussein könnte auch sagen, ja, kein Problem, der ist ja Khalifa, Khalifa der Muslimin. Der hat ja auch, ich bin Muslim, ich bin Khalifa der Muslimin. Könnte auch sagen, ja, kein Problem, ich mache nichts. Ich erkenne seine Herrschaft an. Warum macht er das nicht? Weil er will nicht, dass die Menschen an Falschheit glauben. Diese Menschen, die haben nach außen Islam gepredigt, nach außen die Muslime. Aber war das Islam tatsächlich? Nein. Nach dem Verständnis von Ahlul Bayt war das kein Islam. Und Ahlul Bayt ist das, was Prophet uns gesagt hat, Ba'di Quran und Ahlul Bayt. Er trat sie Ahlul Bayt. Quran und Ahlul Bayt, danach
nach mir sollt ihr zu eigen machen oder diesen Weg gehen, ansonsten werdet ihr irre geleitet. Allah sagt im Heiligen Koran, Ahlul Bayt ist gereinigt von allen Schandtaten, alles Schlimme und alles Gräuel. Von allem Gräuel sind die gereinigt. Und sind die Reinsten der Reinen. So, willst du jetzt auf dem Weg der Ahlul Bayt bleiben, dann bist du mit Hussein. Bist du auf dem Weg von Hussein, dann lehnst du die Linie von Banu Umayyah. Dann lehnst du die Linie von Saqifah. Dann lehnst du alle Linien, die zu Falschheit führen, lehnst du alles automatisch ab. Und das ist das, was wir uns auf jeden Fall vor Auge halten. Und es gibt ein Hadith von Imam Abi Abdullah al-Sadiq a.s. in Kitab al-Ikhtisas von Sheikh al-Mufid, Seite Nummer 205, gibt es ein Hadith von Imam Sadiq, in dem er sagt, اِلْتَدَّدْ نَاسْ بَعْدَ الْحُسَيْنِ إِلَّا ثَلَافَةً. Nach Imam Hussein sind die Menschen, also der Imam spricht ja von Menschen, er spricht nicht von Ahlul Bayt, er spricht von normalen Muslimen, die da waren. Er sagt, ارتد الناس بعد الحسين إلا ثلاثة. Nach Imam Hussein sind die Menschen alle Apostaten geworden, außer drei. Abu Khalid al-Kabuli, Yahya ibn al-Tawil und Jubayr ibn Mut'im. Diese drei. Abu Khalid al-Kabuli, Yahya ibn al-Tawil, Jubayr ibn Mut'im. Das sind die drei Personen, die nicht Apostaten geworden sind. Die an den Weg von Ahlul Bayt geglaubt haben, an die Wahrheit von Ahlul Bayt. Natürlich mit Ahlul Bayt zusammen. Ja? In anderen Werken steht, also hier bei das Gefängnis der Al-Qisas, steht, dass nach diesen drei Personen, ثم أن الناس لحقوا وكثروا. Und danach, also zu diesen drei haben sich die anderen auch dann immer nach und nach haben sich zu denen gezählt. Also die Anhänger von Ahlul Bayt wurden wieder mehr mit der Zeit, langsam. Und die Zeit von Imam Zain al-Abidin, darüber werden wir gerade auch in diesen Sitzungen sprechen, wie schwer die Zeit von Imam Zain al-Abidin war. Und in Bahar al-Anwar zum Beispiel steht genau das gleiche, der gleiche Hadith, mit dem Zusatz, dass, wenn ich mich nicht täusche, der Yahya ibn al-Tawil wird da genannt, er geht zu den Leuten, zu den Moscheen und sagt, ihr seid Kuffar geworden. Wir sind Kuffar auf das, was ihr glaubt. An das, was ihr glaubt. Wir lehnen das ab, was ihr glaubt. In Bahar al-Anwar steht das. Und in... jetzt weiß ich nicht, welches andere Werk das ist, aber auf jeden Fall in Bahar al-Anwar steht dieser Zusatz. Rajal al-Kushi, wenn ich mich nicht täusche. Liebe Geschwister, also macht euch das bildlich klar, wie das war in der Zeit von Allah. Das ist einer der Ziele von Allah. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات او الله سبحانه وتعالى einige uns Anhänger von Ahlul Bayt stärke unsere Einheit stärke unsere Vereinigung damit wir deinem Weg dienen aufrichtige Weise او الله halte von uns fern alles was uns zum Satan führt halte von unserem Weg von unserer Arbeit das fern was uns von deinem Weg abbringt او الله mache unser Ende zu einem guten Ende womit du zufrieden bist und halte von uns das fern, was uns von dich abbringt. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.